Cassandra. So hätte es nie sein sollen. Vor Jahrzehnten versammelte sich eine kleine Gruppe von Menschen und stellte eine Theorie auf, die das Universum kontrollieren sollte. Dass die Welt zu gleichen Teilen aus Ordnung und Unordnung bestünde. Doch einige von ihnen verfielen den Verlockungen des Chaos. Der Kult des Kosmos ward geboren. Sie missbrauchten ihre Macht, stürzten die griechische Welt in einen ewigen Krieg, den du bestimmt warst zu beenden. Du zerschlugst den Kult, woran ich zuvor gescheitert war. Wie heldenhaft. Doch das Ungleichgewicht fordert seinen Tribut, mein Kind. Denn ohne Chaos herrscht vollkommene Ordnung, ohne jeden Fortschritt und Freiheit. Doch es gibt Hoffnung. Hoffnung in dich und die Zukunft, die du bringen wirst. Wir müssen unsere Fehler korrigieren. Nimm den Stab. Repariere den Riss im Universum. Die Welt auf deinen Schultern, Cassandra. Du musst wieder heldenhaft sein. Nun, du hast es also gesehen. Es ist wunderschön. Nicht wahr? Was machst du denn hier? Das letzte Mitglied des Kults ist tot, oder so gut wie. Was? Es ist wahr. Ich war ihre Anführerin, aber nur für einen kurzen Moment. Als dein Bruder auftauchte, hat das alle unsere Pläne umgeworfen. Ich dachte, Deimos stand auf eurer Seite. Nicht so, wie wir es wollten. Wie du weißt, kann man ihn nicht kontrollieren. Er hat sich an das Steuer vorgearbeitet und hatte plötzlich mehr Macht als ich. Du warst ein Teil von ihnen? Ein Teil des Kults? Die Mächte der griechischen Welt trafen in unseren Augen die falschen Entscheidungen. Der Kult wollte einen Neuanfang. Durch Korruption und Geld, an dem Blut klebt, sie töteten Menschen in einem selbstverursachten Krieg. Kriegstreiberei war eine ihrer Methoden, gewiss. Aber von uns gesteuert, bis es außer Kontrolle geriet. Und das gefiel mir ganz und gar nicht mehr. Malaka, du warst also hinter uns her? Nicht hinter euch, hinter der Blutlinie. Menschen wie Leonidas, wie du, waren eine Bedrohung. Dann traf ich dich und du hast mich überrascht. Du warst nicht wie Deimos. Du hättest mich benutzen können. Es wäre einfach gewesen. Du stimmtest mich optimistisch. Ich hoffte, du könntest mir helfen, den korrupten Kult zu stürzen. Und das hast du auch, wenn auch unwissend. Ihr seid alle gleich, selbstsüchtig und verdammt zerstörerisch. Am Anfang war es anders. Es ging nicht um Zerstörung, sondern um eine neue Ausrichtung. Ich verstehe es einfach nicht. Was ist mit dieser Pyramide? Wie funktioniert sie? Wieso hat der Kult sie? All das habe ich selbst versucht herauszufinden. Für mich ist es ebenso rätselhaft wie für dich. Diese Pyramide wird schon seit Jahrzehnten vom Kult angebetet. Mit ihrer Hilfe haben wir das Orakel von Delphi ersetzt, die wichtigste Person in der griechischen Welt. Der Glaube an einen Pantheon toter Götter sollte uns helfen, die Menschheit in unserem Sinne umzuformen. Die Pyramide hat die mysteriöse Macht, in die Zeit zu blicken. Doch nur wenige Menschen können sie aktivieren. Menschen wie Deimos und all jene aus deiner Blutlinie. Aber du hast auch etwas gesehen. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber sie hat mir etwas gezeigt. Was hast du gesehen? Ich sah dich. In der Vision zerstörtest du die Pyramide und den Kult. Und ich sah, was danach kommt. Nach dem Kult? Wir werden durch eine neue Art der Ordnung ersetzt. Unter der Herrschaft eines Philosophenkönigs. Es gibt eine Bewegung weg von den alten Göttern, hin zu einer Gesellschaft der Vernunft. In einem Königreich, erbaut von Menschen, für die Menschen. Und ich muss jemanden finden, der sie anführt.
Doch all das konnte ich mit dem Kult und ihrer Herrschaft des Chaos nicht erreichen. So ließ ich sie ihre Pläne ausführen und ließ zu, dass der Kult des Kosmos sich sein eigenes Ende bereitet. Moment. Wusste Perikles Bescheid? Ich wollte ihn beschützen, also ließ ich ihn im Dunkeln. Er wäre anderer Ansicht gewesen. Aber er sollte nicht sterben. Das ist die Wahrheit. Er hat dir vertraut. Aber am Ende hast du ihn nicht beschützt. Hättest du etwas getan, würde er vielleicht noch leben. Die Götter wissen, ich hätte es getan, hätte ich es gekonnt. Als Deimos ihn tötete, wusste ich, dass das eigentliche Ziel verloren war. Ich gab auf. Also, wie geht es weiter? Ein neuer Fokus. Wir steuern auf eine neue Republik zu mit einer obersten Regel. Einen Traum, den ich wahr mache. Noch ist es ein Traum. Und kein besonders realistischer. Vergiss, was du weißt. Und stell es dir vor. Vergiss die Demokratie. Nie mehr blau und rot. Nur Bürger, die für das Gemeinwohl arbeiten. Das ist Wahnsinn. Das geht nicht, Aspasia. Es ging nie. Nicht Wahnsinn, sondern Aufklärung. Wenn die Menschen in Athen davon hören, werden sie verstehen, dass sie das schon immer wollten. Auch du. Ich weiß nicht. Dein ganzes Leben warst du auf dich allein gestellt. Lass los. Mein Plan erfordert, dass du mir vertraust. Komm mit mir. Diese Zukunft ist mehr als ein Traum. Ich kann das nicht zulassen. Du hast zu viel Leid verursacht. Du hast die griechische Welt zerstört. Das zeigt, dass du nicht verstanden hast, was wir tun. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Ich dich auch. Cassandra, du hast noch viel zu tun, mein Kind. Cassandra! Die Sturm zieht um. Ich fürchte mich nicht vor einem Sturm. Tageslicht. Schön. Il mio presbitero spefiche a panda fine.
Ich darf da bloß ein Schuss geben, ich bin mit der.